Wir stehen hier in Stuttgart am Rotebühlplatz und ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Strom im Tank. Unbedingt laden. 59 Kilometer Rest und ich habe Reichweitenangst. Ich muss mal gerade hier gucken. Ich glaube, wir gehen mal in den Super-Öko-Modus, auf jeden Fall als allererstes. Wo ist die nächste Ladestation, ist die Frage. Und wir wollen zum Stuttgarter Flughafen. Ich weiß nicht, ob die hier eingezeichnet ist. Wir fahren zum McDonald's. Kriege ich das am einfachsten hin? Navigiere zum Stuttgarter Flughafen, McDonald's. Einen Moment bitte. Meinten Sie Skisport? Ah, Leute. Zeile 3. Nein, will ich alles nicht. Für diese Straße sind... Navigiere zum Stuttgarter Flughafen. Suche Flughäfen im Standortumkreis. Ja, die genau. Sonderzielsuchergebnisse Zack. Werden angezeigt. Und bitte los geht's. Die Zeilennummer. Und los geht's, glaube ich, sagen. Zielführung. Ja, jetzt hat er hoffentlich die Zielführung an. Okay. Gut. Wir fahren mal los. Im Super-Öko-Modus sozusagen. Hoffentlich kein Verbrauch. Und gucken, wie wir da hinkommen. Sollte eigentlich bloß 10 Kilometer sein. Kriegen wir hin. So, wo ist hier meine... Geht gerade so, okay. Gute Fahrt, Dankeschön. Na nu, wieso navigiert er mir hier nicht? Ah, Mann, er navigiert mir nicht. Sollen wir doch lieber Menü CarPlay nehmen vielleicht? Wäre eine Variante. Da hat er nämlich die Route, da habe ich sie auch schon rausgesucht. Dann nehmen wir halt die, ne? Weitere Routen, ich weiß gar nicht. Wo fährt er denn da? Nee, ich glaube, die erste war's. Die wollen wir nicht, diese wollen wir. Und lass. Jetzt muss ich hier rum. Ja, jetzt bin ich natürlich etwas behäbig in der Fahrt, weil ich ja im Beschleunigen eingeschränkt bin. So, ihr seht mich gar nicht. Klebt nicht mehr. Hoffentlich klebt das hier noch ein bisschen. So, die Schrägkamera ist nicht ordentlich befestigt. Schade. Geht doch eher ums Display. Genau, geht nicht. Die Schrägkamera hält nicht. Vielleicht kann ich sie hier klemmen. Eigentlich hat sie hier geklebt. Ansonsten ohne Schrägkamera heute, ne? Wenn das nicht funktionieren sollte, aber wäre doch schön. So, ich lasse das mal da kleben. Vielleicht geht's ja. Okay, also unsere Herausforderung, 62 Kilometer jetzt hier in dem Öko-Plus-Modus. Im normalen Modus waren es plus 61 oder 58 sogar, ne? Und wir fahren mal langsam den Berg hoch. Ja. Fußgänger bleiben hoffentlich stehen, genau. Und die Kamera mag mich heute nicht. Soll ich sie dahin kleben? So. Mal schauen, ob das bleibt. Ob die da bleibt. Rumhantieren an den Kameras ist während der Fahrt nicht erlaubt. Müsste eigentlich klappen. Ich weiß gar nicht. Immerhin fahren wir 19 Minuten. Bin ja mal gespannt, mit wie viel Prozent wir da ankommen. Bin heute Morgen hier die 45 Kilometer schon hergefahren und habe nicht bedacht, dass womöglich die Reichweitenanzeige nicht ganz genau ist. Deshalb kommen wir hier etwas in Bredouille heute.
So, ja, wir fahren den Berg hoch. Da bleiben wir wieder im D-Modus. Machen die Rekuperation mal auf 1. Okay. Und fahren seicht den Berg hoch. Anzeige ist irgendwie so bei so um die 20%, würde ich sagen. Na, ja, 30%. Sollte also noch gut gehen, aber es ist so in dem Bereich, wie gesagt, wenn man hier den Modus wechselt. 57 sagt er mir dann. Und erst im Öko Plus 62, aber es sind immer marginale Unterschiede nur. Immerhin schaltet er mir da komplett die Klimaanlage aus, bis auf die Lüftung. Und deshalb sollte er da auch nicht so viel Strom verbrauchen. Okay. Wir müssen jetzt leider steil den Berg hoch hier wieder. Die Weinsteige, die wir ja hier in Stuttgart immer zu Testzwecken runterfahren, wenn es um Autopilot-Tests geht. Okay, habe jetzt hier natürlich keine sinnvolle Anzeige. Wenn ich hier wechsle, sagen wir mal auf die Navigation, dann seht ihr da im Display. Ne, die Navigation läuft über das mobile Gerät, will er gar nicht heute. Schade, dann hat es auch keinen Sinn, das hier anzuzeigen. Ja, das ist okay. Ich da irgendeinen sinnvollen Eintrag? Diesen hier. Momentan Verbrauch. Und hier schalte ich lieber wieder auf meine Apple Maps um. So, wir fahren etwas seicht hier hoch, damit wir ja keinen Strom verbrauchen. Hinter uns haben irgendwelche Leute irgendwelche Probleme. Wenn ich zu langsam fahre hier den Berg hoch, die wollen irgendwie unbedingt hier schnell mit ihren SUVs vorbeifahren. Okay. Ja, wir fahren zu dem Supercharger, 150 kW. CCS-Charger am Stuttgarter Flughafen und gucken, ob wir da mit diesem E-Golf irgendwas ordentliches laden können. Bin ja mal gespannt, was da so geht. Bisher war das ja noch nicht so erfolgreich. Der E-Golf soll ja eigentlich nur 40 kW können. Von daher. Sind wir mal gespannt, was da so geht. Ob wir die 40 kW dann da auch relativ schnell kriegen. Weil der E-Golf hat ja leider keine Akkuklimatisierung. Das haben sie ja gegeben. Deshalb geben sie auch nur 40 Kilowatt hier an. Das ist ja natürlich wieder 40 Kilowatt Peak sozusagen. Kann sein, dass sie da auch eher weniger realistisch haben. Ich konnte an den anderen Ladesäulen nicht sehen, weil man im Auto auch ganz schlecht verfolgen kann, was er da für eine Ladeleistung hat. Man muss das aus den Differenzen der Anzeige plus der Zeit dann so einen Durchschnittswert da sich selber generieren. Und da in Stuttgart, da kriegen wir eigentlich die Ladeleistung angezeigt. Sieht man also dann gleich, da muss man sich gar nichts dazu denken. Ja, das mal jetzt als Erklärung noch. Gut. Soll ich trotzdem mal versuchen, auf die interne Navigation hier zu switchen, dass ihr die auch noch mal seht? Kriege ich denn das hier? Dann müsste ich das hier kurz beenden, ne? Ja, hallo, wo bin ich? Beenden. Dass er dann wieder die eigene Navigation anzeigen kann. Navi. Und dann könnte ich die nämlich auch hier anzeigen. Assistenten. Navigation. Dann zeigt er mir die dann nämlich auch schön. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, was er da hat. Ich muss jetzt bloß noch irgendwie zum Stuttgarter Flughafen navigieren. Navigiere zum Flughafen Stuttgart. Meinten Sie Flughäfen? Ja. Suche Flughäfen im Standortumkreis. Die Sonderzielsuchergebnisse werden angezeigt. Bitte nennen Sie die Zeilennummer. 1. Zeile 1. Möchten Sie die Zielführung nach DC Aviation, Leimfelden Echterdingen, Flughafen Stuttgart, starten? Ja. Bitte nennen Sie ein Kommando.
Zielführung starten. Jetzt aber endlich mal starten hier. Gut, jetzt hat das. Mann, oh Mann, also das Navi ist auch nicht so. Könnte noch ein bisschen besser hier funktionieren. Ich habe da echt manchmal Schwierigkeiten. Wollte eigentlich nur zeigen, dass man das hier schön in dem Display eigentlich anzeigen kann. Ich fahre jetzt hier gleichzeitig seicht den Berg hoch, damit wir nicht so viel Strom verbrauchen. Okay, er hat jetzt auch nichts gesagt. Doch, Reichweite 50, da kriege ich eine Warnung. Okay. Gar nicht, ob ich die selber eingestellt habe oder ob die automatisch kommt. Ich habe nicht gestern da irgendwas rumkonfiguriert. Ja, wie viele Kilometer sind das noch? Weiß ich gerade nicht. Steht das da irgendwo? 10 Kilometer vielleicht noch. Ja, sollte eigentlich gehen. Genau, 10 Kilometer sind es. Und hier darf man E-Plus 50 fahren. Das ist also okay. Hier sind überall Blitzer. Hier kriegt man eine Übersicht zum Beispiel. Das Navi funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Es gibt, glaube ich, keine Real Traffic Information. Kann ich nicht genau sagen. Ich habe das Auto versucht, mit meinem Handy hier als Hotspot zu verbinden. Hat aber irgendwie dann trotzdem keine Anzeige hier. Sieht man gerade. Kann aber sein, dass mit den Online-Diensten da noch ein bisschen mehr geht. Ansonsten kann man hier natürlich die Radio-TNC-Werte, die zeigt er natürlich an. Ob er aber noch besser was zeigt, so Google-mäßig, das ist jetzt gerade nicht so ganz klar genau. Ja, ich kann hier zur Route natürlich was machen. Kann ich hier nochmal absprechen und so weiter. Und ich kann hier die Ansicht auch konfigurieren. 2D, 3D, auch hier Ladesäulen anzeigen und sowas. Sonderziele kann ich konfigurieren. Und vor allem, wenn man das will, das ist nämlich eher hier hinten, kann ich auch sagen, okay, mach mir mal so ein Overview. Oh, jetzt zeigt er mir hier die ganze Umgebung an, dann geht aber gleich wieder von der Rakete wieder zurück. Und ich kann natürlich hier auch sagen, das ist allerdings hier, das muss man wissen, mach mal so einen Automodus, dann zoomt er mir immer so die nähere Umgebung. Das geht auch wunderbar. Ich hätte jetzt eher hier so eine Übersicht, dann kann ich hier mal schnell mit Minus Minus so ein bisschen klicken. Aber wie gesagt, ich kann es auch direkter verschieben und so auch machen. Ne? Das ist auch möglich. Also ist eigentlich so ganz intuitiv. Machen wir das mal so. So, wir fahren jetzt hier ziemlich seicht den Berg hoch. Sagen wir mal bei 45 mache ich mal den Tempomat auch an. Etwas langsamer hier heute unterwegs sein, damit wir dann bloß noch 42. Das wird jetzt echt ein bisschen wenig. Kommt dann irgendwann schon in den roten Bereich. Ich komme jetzt hoffentlich auf die Höhe und dann klappt das auch. Also liegen bleiben wäre jetzt natürlich noch der Obergag hier. Müsste eigentlich noch gut ausreichen. Viel mehr kann ich nicht mal ausschalten hier. Klimaanlage ist tutti kompletti aus, bis auf die Lüftung. Und wir gleiten langsam dahin. Ja, hat man Reichweitenangst mit diesem Auto? Jetzt seht ihr hier mal das Stop and Go. Ich mache nichts, Auto hält selber an. Muss natürlich, wenn es losfährt, kurz aufs Gaspedal drücken. Dann fährt er aber auch wieder selber los. Wie sieht man denn hier aus? Okay, wir müssen da schon noch ein Stückle fahren, 8 Kilometer. Das wirst du auch noch hinbringen, wenn du 39 anzeigst, oder? Wie genau ist die Anzeige da? Was ist da brauchbar? Deshalb sage ich immer, 50 Kilometer Restreichweite drin lassen, das ist besser, als hier zu knapp das zu machen. Ja, das ist aber nur mein Geschwätz. So, jetzt gebe ich hier ein bisschen kurz Strompedal antippen und er fährt wieder selber los. Hat sogar die untere Straße grün, das heißt, er lenkt auch sogar selber. Ich habe nämlich jetzt diesen Lenkassistenten oder Lane Assist, wie das hier heißt, bei VW eingeschaltet und er lenkt mir jetzt hier so auch so ein bisschen mit. Natürlich irgendwann kontrolliert er, ob ich das überhaupt in der Hand habe. Und da jetzt hier Autos neben mir fahren, ist das auch mal ganz sinnig, dass man das selber in die Hand hat. Aber ich führe das jetzt nur mit, also er lenkt selber. Und es klappt eigentlich soweit ganz gut. Natürlich gibt er keine detaillierte Information. Jetzt sieht er zum Beispiel gelb, das mag er schon immer.
Wenn er gelb macht, dann fährt er nicht mehr ordentlich. Dann hat er es verloren. Ansonsten funktioniert es eigentlich so ganz gut hier. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Systemen. Es ist auch immer aktiviert. Das ist so ein bisschen komisch. Ich habe das jetzt in der Konfiguration aktiviert hier in den Einstellungen und weiß gar nicht. Das kann man nicht so schnell mal kurz ausschalten. Also das, bei anderen hat es ja so eine spezielle Taste. Ich dachte, die fehlt mir hier, ist aber gar nicht so. Es ist eher so, dass ich die gar nicht, dass die gar nicht gibt. Also es ist immer an. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier so ein bisschen lenke, lenkt er sofort wieder raus. Also dann, wenn ich wieder loslasse, macht er wieder selber. Ich würde also nicht sagen, dass das hier irgendwie einen richtig behindert. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, denke ich mal. Aber jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller. Die anderen können ja gerne an mir vorbeifahren, ist ja nichts los hier. Und versuchen doch noch ein bisschen Stromsparender dahin zu kommen. Bin da knapp vor dem roten Bereich von dem Akkuanzeige da. Und wir müssen eigentlich noch 7 Kilometer fahren. Hey. Oh Mann. Na gut. Habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich hier so knapp rauskomme, sonst hätte ich das Auto da kurz nochmal an die Ladesäule gehängt auf dem Parkplatz. Nee, hätte ich wahrscheinlich nicht, weil das ist zu teuer dort. Da muss ich eigentlich pauschal 5 Euro zahlen und dann den ganzen Tag dort stehen. Ich war ja schon mal dort. Das ist dann okay. Aber alles dazwischen ist eigentlich zu teuer, weil das ENBW ist. Sie wollen richtig Geld. In Stuttgart gibt es leider keine kostenfreien Ladestationen. Ah, doch, hier vorne hätte ich zum Kaufland fahren können. Der könnte jetzt immer noch rausfahren. Nein, wir wollen ja zu dem Schnelllader da am Flughafen. Das machen wir jetzt auch. Das werden wir schon noch schaffen hier, die 6 Kilometer. Ne? Also die Reichweitenanzeige ist natürlich schwierig, vor allem in dem unteren Bereich. Da kann man sich nicht so 100% drauf verlassen. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig unterwegs, Leute. Also das kann dann schnell schief gehen, wenn man sich da so 100% drauf verlässt. Das ist natürlich wieder typisch jetzt hier. Elektroautos blockieren hier die Autobahn. Naja, ist ja bloß die Schnellstraße, aber trotzdem. So geht das ja gar nicht. Ja, ich finde die Anzeige da in dem, mit dem Navi da jetzt hier gar nicht schlecht. Das kann man hier auch so ein bisschen individuell noch zoomen, wie man das will. Normalerweise macht man ja so die nächste Umgebung hier direkt vor einem. Kann man ja gucken, wo muss ich da abbiegen. Und da sich die Übersicht machen, das kann man hier auch, das übernimmt er dann auch auf den Home-Bildschirm. So, man muss das sich allerdings so ein bisschen hier zurechtziehen, wenn man das da so hinhaben will. So. Kann man dann hier noch ein bisschen vergrößern. So. Und dann kommt das hier auf dem Home auch einigermaßen. Na, mach mal Home. So. Oder man hat es auf Automatik, dann zoomt er ja sowieso immer irgendwie hin. Das ist jetzt auch ein bisschen sinnfrei hier drüben, weil ich da eh nichts anzeige gerade. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Sinnvolleres hin konfigurieren kann. Lass mal das mal so. Ja, ich habe da schon hier, das ist ein bisschen special, die ganze Geschichte, würde ich mal sagen, mit den vielen, vielen Einstellungen, die hier sind. Jetzt hier, wenn das Auto ein bisschen selber mitlenkt und einen adaptiven Tempomat anhabt, kann ich auch manchmal hier ein bisschen rumklicken während der Fahrt. Aber ich denke schon, es ist noch auf einem Level gefährlicher als bei einem Tesla, weil einfach das noch kleiner hier ist und undurchsichtiger und ich muss da in 1000 Untermenüs immer rumscrollen. Das ist, finde ich jetzt, also eher noch schwieriger als das, was da im Tesla auf dem großen Display so verbaut ist und eher so auch auf eindeutigen Seiten. Also da wäre schon noch mal gut, wenn sie da ein bisschen Verbesserungen machen würden. Also einige Punkte, die muss man schon richtig finden. Also die sind echt in irgendwelchen Untermenüs vergraben und auch nicht unbedingt an der logischen Stelle. Einige Sachen sind auch schon doppelt gemacht. Ist ja manchmal so, dass man dann Sachen nicht findet, weil die woanders sind. Das ist hier auch so. Und einige Sachen sind auch, sagen wir mal, kontextsensitiv. Also gerade diese Einstellung hier unten, die Setups sind immer dann zu dem, was ich da gerade sehe, ist schon ganz logisch.
trotzdem bin ich immer am Suchen. Also zum Beispiel der Reset von den ganzen Trips und so, das ist immer so ein bisschen nervig. So, wir fahren hier lang. Jetzt muss ich, glaube ich, da rausfahren, ne? Genau. Und zum Flughafen. Hat das Ding eigentlich einen Ton? Hat doch einen Ton, ne? Lautstärke, bitte einen Kilometer dem Straßenverlauf folgen. Genau, lassen wir mal den Ton an hier, damit wir auch das finden. Ich fahre normalerweise nicht von der Seite da ran. Das ist eigentlich geradeaus. Flughafen muss man mal gucken, wo man eigentlich hin will. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch das falsche Ziel eingegeben, gar nicht das, wo ich jetzt eigentlich hin will. Muss ich mal gucken ein bisschen. Ich muss hier parallel eigentlich bleiben und dann da hinten erst reinfahren. Ah, die Straßenführung hier ist nicht so optimal hier. Wo ist diese komische Ladestation? Die ist eigentlich gegenüber von dem McDonald's. Das ist eigentlich eher so das, woran man sich orientieren kann. Und jetzt gucken wir mal hier, ob man da so halbwegs da hinkommen, wo ich hin will. Jetzt links halten. Ja, links noch. Okay, dann bleiben wir auch links. Bin jetzt hier. Ja, genau, da hinten hoch. Man kann ja überall nämlich da rumfahren und dann. 400 Meter links abbiegen in den Flughafen entlassen. Ja, jetzt checke ich mal hier. Was steht denn da dran? Links abbiegen. Okay, links ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Genau. Würde ich auch sagen. Machen wir auch. Kiss and Ride ist eigentlich so das Schlagwort, was wir hier brauchen. Ankunft, Abfahrt. Das ist so ein Seitenteil da. Ich weiß gar nicht, wie die Halle rad. Hinter dem Ding da ist das nämlich. Das ist irgendwie dieser Komplex. Da muss ich eigentlich hin. Wir sitzen jetzt hier schon direkt. Ich habe nämlich gar nicht das richtige Ziel drin. Ah, jetzt fahren wir mal hier. Ich war ja schon dort, also von daher muss ich es ja wiederfinden. Aber ich bin hier am Flughafen, da gucke ich auch immer ein bisschen rum. Na, das glaube ich nicht. Schauen wir mal. Kommt mir das jetzt hier bekannt vor? Da ist der Mc's. Ja, wir holen uns erst am Mc's was, ne? Deshalb fahren wir mal hier rum und dann gegenüber von dem McDonald's, schräg gegenüber ist das nämlich. Ja, siehst du. Ja, da, wir müssten eigentlich da vorne fahren. Das ist schon richtig. P14 ist so das Schlagwort. Du musst beim P14 da vorne reinfahren. Wir fahren nachher im Bogen, dann sieht man das. Also beim P14 und dann da einfach weiter. Das heißt, Kiss and Ride, die Spur, die sehe ich da vorne auch schon. Und dann kommt man da gut an. Ich mache mal hier Route, Zielführung stoppen. So. Zip. Also das Ding ist ungefähr hier an der, da ist doch irgendwas. Ne, das ist gar nicht das Richtige. Da ist eine Ladestation. Die hat er hier nicht. Weiß ich gar nicht. Ne, die ist, glaube ich, nicht gelistet. Aber hier drüben ist das da. Vor diesem, da sind doch immer die Flixbusse. Wir holen uns noch was bei Mc's zum Essen. Und dann stellen wir uns an die Ladesäule. So machen wir das heute. Jetzt ist grün. Ah, Flixbus. Genau, die Flixbusse fahren da auch los, wenn man das weiß. Hallo? Genau. Da ist eigentlich. So, ich fahre hier rein. Und hol mir hier noch was. Ein paar Chicken Nuggets. Willkommen, ich kann Sie bestellen, bitte. Ein Menü mit Chicken Nuggets, Pommes und Cola. Ja, 9er oder 6er. 9er. Welche Soße möchten Sie? Süß, sauer und ja. Barbecue. Okay, fahren Sie fort. Danke. Danke. Na, Park and Quark hier direkt. Ausgabe, alles klar, Geld. Wie gesagt, wir sind hier drüben bei Mc's, Chemiker und ich glaube hier, genau da, wo dieser Dinger hier ist, da ist eigentlich die Ladestation. Ist immer die Frage, was das hier ist, ein Parkplatz. Ladestation selber sehe ich jetzt nicht. Was ist das für ein Lärm hier? Ja, also da drüben P14, wir fahren da aber auch nochmal rein nachher, dann sieht man das.
muss jetzt nur einen Bogen fahren, weil man da nicht direkt halten kann. 36 Kilometer hat er ja noch gehalten. Ich denke auch, wir sind so um die 15% im Akku brauchbar. Kann auch nichts dazu sagen. So, mal ein bisschen hier Platz machen hier, dass ich das da irgendwo reintun kann. So. Ja, Ablagemöglichkeiten hier im E-Golf ein bisschen knäpplich. Habe ich schon bessere Autos gehabt. Es geht noch, aber man hätte da ein bisschen mehr Platz. Wäre nicht schlecht. Ich hantiere hier immer den Sachen ein bisschen rum. Einmal gerade auf Hold, dass ich nicht aus Versehen euch den Ton ausschalte hier. Gut, ungesundes Essen heute, aber was soll man machen? Wenn ich hier näher ranzoome, habe ich da auch ein Bild vom Flughafen. Alles klar. Sie haben das Nuggets-Menü, ja? Genau. 37 Minuten. Dankeschön. So. Also, wir sind mal ausgerüstet, um da länger stehen zu können. So, hier gucken, wir wollen nicht parken, wir wollen da wieder raus. Ausfahrt. Okay, also Tipp, jetzt ist sogar warm, jetzt kann man sogar draußen sitzen. Ah, E-Golf, okay, jetzt muss ich hier rumpeln. Klack. So. Kleinen Bogen fahren, wie gesagt. Lass mal gucken, hier sind Fahrradfahrer und alles unterwegs. Kann natürlich wieder da nicht umdrehen, wo man umdrehen will, sondern immer erst ein Stück weiter und natürlich auch nicht zurückfahren, wie man will. Hier ist Umdrehen verboten, da muss ich eigentlich hin. Ich gucke rüber, da steht was. Ein i8 oder sowas? Nee, Ioniq. Ja, da kann ich erst umdrehen, das mache ich auch. Hier nehme ich. So, und dann fahren wir dahinter zurück. Das sah aus wie ein i8. Von wegen. Was will ein i8 an der CCS aufladen? Das geht doch gar nicht, ne? Da hat doch plus Typ 2. Stand wahrscheinlich ein Ioniq, mal gucken. Und an Säule 1, die gar nicht tut. Wir nehmen gleich Säule 2 heute. Ich habe gar keine Lust mehr jetzt auf der Rumtesterei da von den kaputten Säulen. Leider steht nicht dran, wer der Betreiber ist, also kann man auch irgendwie das nicht melden. Also die Säule steht genau hier. Da muss ich hin. Hoffentlich abstrahiert ihr das jetzt mal, wenn ihr selber hier kommt. Kommt normalerweise ja von der anderen Seite. Da drüben müssen wir hin. Kommt normalerweise ja von der Autobahn reingefahren, dann kann man gleich ziemlich grad zu dem P14 da fahren. P12, das sind alles, das ist der Außenparkplatz, glaube ich. Ne? Also P14 ist das Parkhaus. Hier drüben ist jetzt die Lade. Steht tatsächlich ein Ioniq. Und vor dem P14 muss man rein. Und der Parkplatz hier ist, glaube ich, der 12er. Genau. Und da darf man nicht drauf fahren, weil der ist ja kostenpflichtig. Die Säule ist nämlich außerhalb davon. Die ist dazwischen. Und da fahre ich jetzt mal hier rum und dann zeige ich euch das, wie man da am besten hinkommt. Man fährt hier nämlich durch, bleibt auf dieser Spur hier. Da ist Kiss and Ride, heißt das Ding. Auf der P12er erst und die trennt sich jetzt in den P12 und in den Kiss and Ride Teil. Und dann bleibt man hier links. So, da ist nämlich eine Schranke, da wollen wir nicht hin. Wir nehmen hier den linken Teil. Das Kiss and Ride heißt nämlich einfach, gibst demjenigen noch einen Kuss und dann fährst wieder weiter. Hier sind überall Stellplätze von Behindertenplätze sind das hier nämlich nur. Da drüben kann man auch stehen irgendwie so. Und dann kommt da direkt da vorne die Ladesäule. Und das ist immer Flixbus hier links. Also ein bisschen aufpassen. Sehr viel Busverkehr. Ansonsten stehe ich ja jetzt hier schon richtig. Und ist tatsächlich ein Ioniq. Und ich schließe dann jetzt hier nämlich an. Okay, parken wir dahin. Boah, geschafft. Sehr schön. So, und ab jetzt folgt die Dokumentation sozusagen von draußen. Ne? So, da stehen wir und jetzt laden wir mal hier an den Superlader. So, das wollen wir hier schnell laden.
Wir nehmen gleich, ups, den, der auch in Ordnung ist. Und sofort Ladung aktivieren. Und schauen mal, was hier passiert. Ich schätze, wir haben 15% drin oder sowas. Zack. 16, ja, geht wieder genau geschätzt. Und Ladeleistung 36, gleich auf Anhieb. Im Hintergrund die Rollgeräusche von irgendwelchen Fluggästen. 36 hat er jetzt hier gleich auf Anhieb. Bleibt da aber hängen, ne? Ja, so sieht's aus. Und wir würden hier 50 Minuten warten. Ich weiß nur nicht, auf was. 50 Minuten auf 80% oder schon auf voll? Kann ich jetzt hier nicht sagen. 37, also 40 kann das Auto nur. Schauen wir mal, auf was er hier kommt. Klickt denn da so rum? Ja, wird das noch mehr? Mal 5 Minuten warten. Säule 2, zweiter Anschluss wieder, der bewährte Anschluss. Im Auto ist die Sache ja immer etwas schwierig zu sehen hier. Da hat er zwar die Zeiten da, 50 Minuten. Und hier zeigt er auch an, dass er jetzt mehr Kilometer reinkriegt wieder, hoffe ich doch. Da unten kann ich auch nicht genau sagen, ob das wirklich ein ordentlicher Wert ist. Mein Modus hat er natürlich jetzt hier, ich mache den mal auf normal zurück. So, 47, da bleiben wir jetzt mal, dass es nicht so hin und her schwankt. 45 Minuten noch zum Aufladen, das ist mal okay. So, und das beobachte ich jetzt auch ein bisschen mit dem Zeitraffer, da nehmen wir das nochmal mit auf. Vielleicht können wir damit was anfangen. Wie gesagt, der Energiefluss, der sagt jetzt nicht so viel aus. Habe leider keine Möglichkeit hier irgendwie die Laderate direkt zu sehen. Was ist denn das hier? Ah, die Klimatisierung habe ich jetzt an. Okay, sollte ich vielleicht mal auf ein bisschen runternehmen. Also ich habe leider hier sieht man immer nur so die Symbolik von dem geladenen Akku sozusagen. Aber eine detailliertere Ansicht jetzt hier in Prozenten oder Kilowattstunden, was da drin ist, habe ich leider nicht. Nee. Auch diese Anzeigen hier, die gehen nur auf den tatsächlichen Verbrauch. Okay, hier unten gibt er nochmal die Anzeige, aber er zeigt nicht, was ich jetzt für eine Laderate oder sowas habe. Das ist meiner Meinung nach im Auto so nicht integriert. Das sind noch die Fahrdaten, okay. 17 oder 16, 15, ja, sind ganz gute Werte eigentlich. Und klar, das ist jetzt so die einzige Anzeige vom Akku. Aber immer draußen noch die Ladesäule, die zeigt das ja detailliert. Und siehe da, wir haben schon fast die 40 Kilowatt jetzt hier erreicht an dieser Supersäule. 150 Kilowatt soll die können. 39,4, also das jetzt innerhalb von 5 Minuten bei einem nicht klimatisierten Akku. Bin ja nur leicht den Berg hochgefahren, das Auto stand eigentlich heute Morgen 4 Stunden lang da rum. Was haben wir eigentlich hier so? Plus 8 Grad, also nicht unbedingt ideale Temperaturen hier für sowas. Wir sind hier mal zu zweit heute. Da vorne, wie gesagt, noch ein Ioniq. Der hängt auch an dem zweiten Anschluss, weil der erste Anschluss ist wahrscheinlich weiterhin defekt. Kann ich nachher mal fragen, wenn er da ist. Er hat hier nochmal die Einfahrt von dem Kiss and Ride Teil, beziehungsweise dann dahinter sind die ganzen Flixbusse immer da drin. Seht ihr ja gerade ein. Demnächst gibt es bestimmt noch Flix-Flugzeuge, oder? Man hört gar kein Flugzeug. Ich bin direkt am Flughafen und kein Flugzeug zu hören. Ja, jetzt lassen wir ihn mal wieder 5 Minuten laufen und dann gucken wir nochmal hier. Hält sich aber jetzt hier sehr gut bei den 39 so, also seinen knapp 40. Gar nicht schlecht und das innerhalb von 5 Minuten erreicht seine maximale Datenblatt-Ladeleistung. Ich erwarte auch gar nicht, dass hier mehr als 40 kommt. Ist für mich also durchaus jetzt hier okay. Boah, 70 haben wir schon wieder drin und ihr seht auch hier vorne baut sich ja das langsam auf. Die Anzeige ist natürlich auch jetzt hier nur abschätzend. Genau wie hier, da kann man auch nur schätzen, wie viel Prozent das vielleicht sind. Naja, die Getränkehalter sind hier halbwegs brauchbar. Können auch halbwegs die Pommes halten. Okay, geht. Ja, check. Hält sich jetzt hier. Weiterhin sagt er 40 Minuten noch und hält sich bei 39. Die richtigen 40 kriegt er wohl auch nicht. Boah, aber das jetzt, dass er das gleich hatte und wir sind schon bei 42% vom Akku wieder. Ja, das finde ich eigentlich gut hier. So ist das richtig. Oh, guck mal hier. Vielleicht kriegt er doch noch die 40. Ja, hier Umschaltung jetzt, 35 Minuten noch und 40, wir haben es geschafft, ganz kurz mal 40,
40,1 sogar, sehr gut. Hey, da geht doch noch was hier. Vor 50% geht noch was. Ist ja cool. Also der Ioniq da vorne, der ist jetzt fertig, der Kollege, der hat 60 gekriegt. War jetzt allerdings schon am Ende, deshalb konnte ich es nicht dokumentieren für euch. Da fährt er noch weg. Tatsächlich, die Ladesäule 1 ist weiterhin kaputt. Aber der Ioniq hat 60 Kilowatt gekriegt. Sehr schön. Und 15 Minuten hat er hier geladen und fertig war er. Und wir haben jetzt 50% drin. Kriegen auch die 40 Kilowatt jetzt hier sauber. Manchmal sogar mehr. Super Sache. Und müssen noch 35 Minuten hier stehen. Ich weiß nicht, ob er dann auf 80% ist oder schon auf 100. Ne? Was ist, meint ihr? Normalerweise laden die Säulen immer bloß bis 80%. Oder zeigen sie zumindest an. Ich weiß nicht, warum nicht bis 90. Also, sehen wir dann. Also VW hält tatsächlich diesmal ihre Kennwerte hier ein. 40 Kilowatt hört sich gut an. Haben sie diesmal echt nicht zu viel versprochen. Ich stehe hier noch 30 Minuten, fast 60% erreicht. So schnell kann ich gar nicht essen, wie ich hier immer dokumentieren muss. Und hier schon wieder 40,1. 40,2, hey, es geht was. Ja gut, nicht wirklich viel mehr, das ist klar, keine 45. Sackt auch gleich wieder ab. Die Säule versucht's wohl, geht nicht, aber das ist jetzt echt in Ordnung. Wenn 40 im Datenblatt stehen und 39,5 und 40 manchmal gehen, ist das vollkommen in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, wenn man 50 reinschreibt und nicht mal 40 gehen richtig. Nein. Ja, der hält die konstant hier, die 39, knappe 40. 25 Minuten, 56%. Ja, jetzt seht ihr es hier, 73% Ladeleistung geht jetzt runter. 35 kW, immer noch gut, ne? Kann man eigentlich nichts sagen. Hält sich natürlich jetzt hier hinten mit der Berechnung da 25 Minuten. Da hält er sich jetzt schon seit 5 Minuten. Scheint aber tatsächlich die 25 Minuten bis 100% zu sein. Kaum schwätze ich schon, ist er bei 20 Minuten. Weiß nicht, warum er da eine Nachkommastelle anzeigt, wenn da nie was steht. Bin ja nur mal gespannt, auf wie viel Kilometer er da eigentlich am Schluss rauskommt. Bisschen Luft hat er noch. 86% jetzt, 15 Minuten noch. Aber das werden keine 300 Kilometer. E-Golf 300, 216 zeigt er an. Ja, da sollen ja auch noch ganze 10% reingehen, 9%. Also ist noch was möglich. 10 Minuten für 5%. Ja, und hier immerhin schon 250 Kilometer in dem Normalmodus. Auch nicht schlecht. Ja, die letzten 2%, kommen, die schaffen wir auch noch. Bleibt jetzt leider bei 10 Minuten hängen. 11 Kilowatt. Die letzten 5 Minuten sind angebrochen und wir schaffen hier 260 Kilometer, aber keine 300, oder? Ich muss mal nachher umschalten, dann werden wir sehen, was wir haben. Also die 260 sind uns sicher. Immerhin hier noch mit 9 Kilowatt bei 99%. Das ist nicht gerade Schoko, ne? Knapp über Schoko. Gleiches Ende, alle Anzeigen schon auf voll. Ja, da ist das Ergebnis. Und jetzt würde er hier balancieren oder irgendwas. Nein, jetzt hör mal auf, jetzt ist alles klar. Dankeschön. Und wir sehen hier das Endresultat. 262 im normalen Modus. In dem Öko-Modus 264, okay, marginal. Und jetzt im Öko-Plus-Modus 287. Das schafft der E-Golf 300. Bei mir jetzt hier, bei meiner Fahrweise. Okay. Super Sache. Vielen Dank für den kostenlosen Strom. Mit 40 kW hier beim E-Golf. Super. Bis demnächst.